So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Satisfactory. Und zwar wieder mal was in eigener Sache. Es gibt zwar schon die Stream-Versionen, aber den einen oder anderen ist sie sicherlich zu lang. Deswegen kommen hier kürzere, geschnittene Folgen eben von diesen Inhalten. Darum würde ich mich freuen, wenn ihr auch hier einschaltet. Habt Spaß dabei, wie die Produktion wächst und wächst. Danke vielmals, ich bin euer Fangamer und jetzt geht es hier los. Weil nicht. Weil? Hm? Ich weitermache da hinten. Okay. Dieser Weg wird ein Zacher sein. Achso, ich warte noch kurz da. Pocket Dimension has been inflated. Und ich hasse es. Ich hasse es, ich hasse es. Ich bin mit die Splitter und Fusionatoren und so weiter immer auf Kriegsfuß. Und? Ich krieg das nie auf Anhieb oft hin. Wie gesagt, einrasten lassen, dann eine Steuerung drücken. Ich sehe das aber ehrlich gesagt auch oft nicht, ob es jetzt eingerastet ist oder nicht. Wenn du es hin und her schieben kannst am Förderband. Ah, okay. Und wenn es nicht eingerastet ist, dann schiebst du es quasi im Kreis. Also dann ziehst du es auf den Boden. Du bist gar nicht informiert jetzt vorsammäßig. Nein. Überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Soll ich dir was erzählen oder besser nicht? Na, kannst durch. Also es kommt King Kong gegen Godzilla. Oh mein Gott. Dort unten, nicht bei dem Hafen, sondern auf der anderen Seite. Ja, links auf der Karte war das dort bei den Ruinen dort. Jetzt auch so etwas wie ein Hafen, wie eine Werft. Und da gibt es eine Baustelle jetzt, da finden sie Knochen gerade riesige. Also von Dinosauriern oder so irgendwas, das weiß man noch nicht. Okay.
Peak wird komplett umgebaut. Peak, okay. Ja. Und dieser Mini-Flughafen. Ganz oben rechts im Eck. Wird auch komplett umgebaut. Ah, okay. Also Peak sieht echt krass aus. Ich dachte immer zuerst, das ist ein neues Gebiet, aber bis ich gelesen habe, Peak. Auf dieses King Kong gegen Godzilla bin ich echt schön gespannt, was sie da machen werden. Ja, stimmt. Ich hoffe, es wird nichts wie so ähnliches wie Krampus, dann schon kalten Scheiß. Eine Festplatte übrigens, fällt mir gerade auf. Bitte? Ich habe eine Festplatte übrigens, da bin ich vergessen. Was meinst du das mit Festplatte? Achso! Jetzt habe ich dich. Weil ihr beim Vorbeigehen anmontiert mit dem Strom und jetzt bin ich gerade wieder vorbeigegangen. Jetzt mal, ah ja, stimmt, da war ja was. Da war ja was. So. Ich bin gespannt, ob wir. Ah, oh ja, Quarzkristall brauchen. Stimmt. Ich bin gespannt. Das Jagdspiel ist, sagen wir so, es ist das Beste am Markt und es ist das Beste, was es je gegeben hat, ja? Was für ein Jagdspiel? Mit der Hunter, Call of the Wild, ja? Achso, ja. Es ist halt eher so wie Warzone, es geht mehr auf Masse statt auf Qualität, desto mehr kommt, ja? Mhm. Also du merkst halt schon deutlich viele Bugs mittlerweile, du... Das mit den Tieren ist halt manchmal schon sehr kritisch. Wir finden. Also du findest schon Tiere, aber die guten Tiere halt, diese Diamanten und so. Mhm. Weil die werden ja nach Wertungen halt. Um dich ein bisschen aufzuklären. Okay. Da gibt's quasi keine Wertung, Bronze, Silber, Gold und Diamant. Ja. Und schauen natürlich dann anders aus. Also es gibt auch The Great One, die sind aber erst neu seit 2 Jahren. Die sind dann halt ganz, ganz Riesendinger. Aber ist ja wurscht. Um auf den Punkt zu kommen, gehen die immer auf diese Qualitätsdings. Und sie bringen 2-mal eine neue Karte und etliche DLCs und... Ist okay, ja. Also wie gesagt, es ist das beste Jagdspiel, was es gibt. Ja? Also ich kenne kein besseres. Das ist super. Einziger Kritikpunkt war eben, dass man immer jetzt merkt, dass nicht auf Qualität gesetzt wird und die letzten DLCs, wie soll ich sagen, wie sage ich das am besten? Du hast auf jeder Karte quasi ja verschiedene Tierarten, ne? Manche wiederholen sich, ja? So wie du hast Hirsche in Spanien, in der deutschen Map, in Argentinien, ja, zum Beispiel. Was
Ich verstehe. Aber zum Beispiel, was mich ärgert ist, es gab früher nur den Braunbären. Dann haben sie eine neue Map gemacht, wo es jetzt einen Schwarzbären gibt. Das heißt, sie brauchen eigentlich nur das Fell umzumodernisieren. Ja. Jetzt gibt es mittlerweile auch einen Grizzlybären. Ja. Mhm. Es gibt jetzt einen Graufuchs oder einen Rotfuchs. Weißt du, solche Sachen sind dann auf der neuen Karte eben. So leicht umgeänderte Sachen einfach nur. Nicht wirklich was Neues quasi. Zum Beispiel, es gab Rentier von Anfang an in Russland und dann haben sie Karibus gebracht in Amerika. Mhm. Also was auch was Ähnliches. Ja. Und nicht so was Einzigartiges wie ein Löwe. Ja. Und was mich dann eben ärgert, es gibt Pumas. Ja. Und wie heißen die anderen? Nicht Puma, sondern... Panther? Nein. Aber es gibt zwei so Katzen größere. Mhm. Puma und noch irgendwas. Wolf, nicht katzenartig, hundeartig. Es gibt Wolfe. Es gibt zum Beispiel den iberischen Wolf, das ist der spanische, und den Grauwolf, das ist der amerikanische. Mhm. Ja, ist auch ähnlich. Es sind zwei neue Karten, haben sie reingebracht. Und was ich halt nicht verstehe, Puma würde sich zum Beispiel auch anbieten. Für was Afrikanisches, weißt du, Leopard, Gepard. Ja. Sowas machen sie zum Beispiel nicht. Dann haben sie zum Beispiel genau Wiesent, also das deutsche Bison. Und jetzt hat es auch ein Berry-Bison gegeben. Also die Texturen ändern sich einfach. Ja. In Neuseeland hat es ein Razorback-Schwein gegeben. Das sind wie Hornschweine, nur mit Flecken halt. Die leben dort in der Wildnis. Ja. Okay. Gab es aber quasi schon durchs Wildschwein. Mhm. Weißt du? Also es kommt immer nur so eine wirklich neue Tierart, ja. So richtig neu, ja. Ja. Und da steht halt in der Kritik, dass da zu wenig an den Tierarten, einzigartigen Tierarten gemacht wird. Um jetzt mal auf den Punkt zu kommen. Es hat sich vor einem Jahr schon angekündigt, dass es ein neues Jagdspiel in Entwicklung gibt. Das heißt, wie heißt das jetzt? Sie haben sie immer genannte Ultimate Hunting, ja. Ah, okay. Aber es heißt nicht mehr der Ultimate, sondern wir haben jetzt einen Trailer rausgebracht. Also kein Trailer, ein Teaser mal. Way of the Hunter. Okay. Heißt das dann? Und das hat schon vorgestellt. Ah ja, und es gibt auf jeder Karte ungefähr so 8 Tierarten. Mehr gibt's nicht, ja? Nur das auch. Und sie haben jetzt angekündigt. Sie machen 2 Karten von Anfang an. Eine afrikanische, eine amerikanische. So wie Call of the Wild. Aber auf jeder Karte gibt es mindestens 16 Tierarten. Und nur zum Vergleich jetzt, weil ich bin ja so ein afrikanischer Tierliebhaber, sag ich jetzt einmal. In Afrika, in Call of the Wild, gibt es Löwe, Warzenschwein, Spießbock, Springbock, Kaffernbüffel, Löwe und irgendein Fuchs. Na, Kojote gibt's, Kojote. Ja? Mhm. Und Hasen. Das ist auch so. Es gibt Buschhase, Prairiehase, also nur Navigator. Okay. Und, also es sagt, Büffel und Löwe sind so die geilsten in Afrika, die größeren, ja. Und die bringen Büffel, Löwe, Nashorn, Nilpferd, Alligatoren, Elefanten. Okay. Nach Afrika zum Beispiel. Das ist eine ganz andere Tierauswahl dann. Ja. Und jetzt war eben so ein... Die streamen immer diese Entwickler von... Was ist das für ein jetzt? Von Call of the Wild, die streamen immer einmal in der Woche. Und da wurde jetzt eben die Frage gestellt, wie sie darauf reagieren werden, weil jeder weiß, dass das natürlich dann ordentliche Konkurrenz ist. Achso, das ist nicht von den gleichen Machern? Nein, das ist komplett andere Macher.
Und jetzt haben sie ja gesagt, sie wollen natürlich schauen, dass sie da auch qualitativ nachziehen. Aber ich bin dann gespannt, wie sie das machen wollen. Ich kann das ja nicht aus der Hut zaubern. Aber du warst so begeistert eigentlich die Jahre über. Wie gesagt, es ist auch momentan das einzig wirklich gute Jagdspiel. Das ist so, wie wenn ich sage, warum ich Warzone spiele. Es gibt momentan keinen anderen Battle Royale und keinen geilen Battle Royale, der konkurrieren könnte. Dennoch hat Warzone einige Fehler. Und, was man? Ja. Aber es gibt keine Konkurrenz dazu. Und genauso ist es bei Call of the Wild. Es gibt diesen Hunting Simulator, aber das ist der absolute Trash. Das ist wie Vanguard zu Warzone. Oder? Okay. Da hast du auch zwar 3-4 Karten, aber der Unterschied ist zum Beispiel dort, dass du 5-6 Tierarten hast und keine Wertungen und all das nicht, ja? Ich sage, das Spiel ist so super und von den Jagdspielen her natürlich ganz, ganz oben. Aber wenn man dann sieht, was ein anderer Entwickler so präsentiert, ja, dann... Was sie auf die Beine stellen noch. Was die Konkurrenz jetzt machen will, ja, das fehlt zum Beispiel Warzone, dass da mal ein Konkurrent kommt. Ein richtiger. Aber wie geschrieben zum Beispiel, warum weniger sind sicher durch Fortnite. Also ich habe gesagt, dass sie totale Spieleinbrüche haben. Wundert mich auch nicht. Weil Fortnite ist dann natürlich auch sich entgegengekommen. Hat sich gut angeboten, dass so ein Spiel kommt. Ja. Also quasi der nicht Bauen-Modus kommt. Genau, für welche, die quasi Fortnite zugemacht haben, aber das Bauen nicht. Für mich zum Beispiel. Also ich spiele, glaube ich, genauso viel Warzone mittlerweile wie Fortnite. Echt? Ja, allein spiele ich halt Warzone und mit Freunden spiele ich jetzt immer das Fortnite. Aber ich spiele halt beides trotzdem so relativ. Also ich habe mit beiden den Battle Pass voll. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt eines weniger im Bett spiele. Fünf Minuten mal noch. Für was? Spiel. Ach so. Ich merke aber überhaupt nichts. Ehrlich gesagt. Na, ich spiele noch 5 Minuten. Ach so. Runterland tut das schon seit Anfang an. Runterland tut das schon seit Anfang an, seitdem wir spielen. Ach so. Das heißt ja natürlich nicht, dass das Jagdspiel noch gut wird. Jetzt muss er das erstmal auch auf die Beine stellen, was er verspricht. Aber es sieht schon mal gut aus, halt. Sie setzen halt ein bisschen mehr auf Realismus, haben sie gesagt. Was ja auch zum Beispiel nicht so schlecht ist. In echt ist ja zum Beispiel so, wenn du auf ein Tier schießt, ja, dann gibt es ja manchmal Anzeichen, wo du hinschießt. Wenn du vorne schießt, ja, dann geht es natürlich vorne in die Knie. Wenn du hinten schießt, dann zuckt so, weißt du? Und normal, wenn du
beim Reh oder so, weißt du, Richtung Herz schießt, dann normal fliegt das um. Und das ist aber in der Hunter, wenn du die falsche Munition hast. Überhaupt nicht so. Okay. Dann rennt das manchmal. Das ist, darum spiele ich eben das mit den Wertungen manchmal auch nicht so. Weil Elche, wenn ich mit der richtigen Munition schießen würde, rennen dann auch immer 200 Meter. So. Okay. Und bevor ich die suchen muss, dann schieße ich lieber mit einem hohen Kaliber, mit einer großen Kugel und dann weiß ich, der liegt dort. Ja. Jetzt start wieder. Achso, aber das bin ich diesmal. Was bist du? Ah ja, ja, start sich ein bisschen. Ich habe meine Festplatte reingehaut. Aber das dauert 10 Minuten. Vielleicht kannst du dann schauen. Wenn ich nicht vergesse, ja. Wäre ich schön mit dir? Was habe ich gemacht? Ein Drahtstarze. Wieder was zu sagen. Du bist nicht sicher, dass du deinen gebraucht hast? Vielleicht sollte ich den noch abstellen einmal und schauen. Aber ich schwöre, oder ich habe mit mir nicht lang gewartet. Ja, du musst es halt wie ich, du musst der Maschine eine Chance geben, dass sie mal richtig anläuft. Okay, das ist euch, dass das nicht darüber rennt. Beziehungsweise, ich bin auch gerade bei dir. Das ist euch. Achso. Das ist das. Warte. Ich gehe. Bitte? Ich bin nicht geschlagen worden. Ich bin nicht geschlagen worden, ich gehe wieder. Nein, nein. Zum Beispiel, siehst du, jetzt rennt es voll an, alles deins, ja? Ja. Und jetzt siehst du, dass sich die Rotoren zum Beispiel nicht mehr stauen. Stimmt. Gut, ich habe auch eins dazu, zusätzlich dazu gebaut. Okay, das auch. So, warte mal, wo wird das abgeleitet? Wo kann ich das hinleiten? Also wie gesagt, wenn du irgendwann Zeit hast, wäre Draht wichtig, wieder abzuschalten. Ja. Oder deins einmal zu kappen oder irgendwas. Oder zu schauen. Ja, das werde ich machen. Ich brauche zu viel Nägeln daher. Nägeln? Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich echt bin, würde ich Nägel neu produzieren. Nur für dich. Bei irgendeiner Eisenwelle. Okay. Also, wahrscheinlich die Anzahl, die du Nägel willst, kriege ich dann aus der Eisenfabrik nicht mehr raus. Wie viele bräuchtest du? Warte. Thank you.
Geräusch. Ja. Brot 2,5 Minuten, 52 Nägel. Wenn's passt. 52 Nägel pro Minute. Mhm. Nein, dann vergiss es. Das kriege ich nicht hin. Okay, gut. Dann mache ich Eisenquelle selber. Dann hast du weniger Rotoren zum Beispiel. Das bringt dann nimm eine eigene Eisenquelle. Ja. Okay. Weil die Eisenfabrik läuft eigentlich jetzt ganz gut so, wie sie ist. Mhm. Ich habe viel, viel Chatter dann. So. Okay, gut. Müsste ich irgendwo in der Nähe geben, also das. Ich sollte es halt aufpassen, dass du nicht alles, was dir zukommt, bald auf einen Platz baust jetzt wieder. Mhm. Achso. Meinst du, es ist schlecht, dass ich da die ganzen Technik-Sachen da dorthin baue? Ja, ich würde halt nicht alles auf einen Haufen machen. Okay. Wenn ich ehrlich bin. Aus dem Grund, wenn wir das erweitern müssen, was denn man? Dann kannst du es eigentlich nicht erweitern, weil dann da alles trotzdem quer ist und kein Platz ist. Weil wenn ich dort zum Beispiel nur, wo ich Eisen habe, dann kann ich Eisen erweitern. Dort, wo ich nur, was ich deine Motoren mache, kann ich Motoren erweitern. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß es nicht, Motoren und Eisen machst dort, ja, und das verschmilzt ineinander, dann wird das schwer zum Auswandern. Eisenerz. Eisenerz mache ich ja Nägel, oder? Eisenerz muss Nägel. Passt. Und das geht dann eh wohl schnell, da brauchst du nicht einmal, da brauchst du eine Quellerei komplett. Also machst du viel zu viel Nägel. Da musst du dann wieder aufpassen mit dem Lager. Also die würde ich gar nicht ins Lager rennen lassen, die Nägel, wenn. Okay, ja. Also. Na, das ist dann unabhängig. Nägel rennen bei mir ins Lager, aber das sind so 1-2 pro Minute kommen aus da. Oder manchmal überhaupt keiner, das kommt auf jeden Fall zu. Na gut, dann bin ich einmal weg. Okay. Ich schreib dir dann, wenn ich aufgehe. Jo. Ich drehe dann ab, sobald ich zu Hause bin. Achso, du fährst jetzt noch weg. Ich hol den Papa ab. Ah, ja, genau. Das stimmt. Auf Veranstaltungen. Stimmt, genau, das hat C gestern gesagt, ja. Hm? Okay. Dann bis morgen, glaube ich, haben wir eh gesagt, machen wir weiter. Morgen ist Donnerstag. Oder? Morgen? Ja, oh ja, morgen, ja, sicher. Aha. Morgen kein Mensch, ja. Ja. Passt. Dann tschüssi. Dann bis morgen. Tschüss. Eigene Computerquelle.
Es wird trotzdem vielleicht eine Herausforderung werden jetzt. Mit der Manufaktur. Soll ich mich Computer machen? Da muss ich mal meiner machen jetzt. Ja Leute, das war es auch schon wieder mit der Folge. Hier wird ein Cut gesetzt, auch wenn der eine oder andere Cut vielleicht nicht optimal gemacht wurde. Irgendwo muss man beenden. Das Spiel macht Spaß, es geht weiter. Wie gesagt, die Sachen wachsen und wachsen und wachsen. Und es würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin dabei bleibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer FunGamer.